Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Jäger des verlorenen Schatzes. Neben mir der Drachenbursche. Neben mir der verlorene Schatz, auch genannt Lendlicht. Ja, sehr witzig. Mein verlorener Schatz. Ja, und wir spielen Lego Indiana Jones und zwar mit dem Chan. Genau, mit dem Chan, den wir heute gegrüßt haben und der Nina, die wir auch heute gegrüßt haben. Und mit denen gehen wir jetzt in die Berge. In Kapitel 2. Und wir spielen die Story, weil wir das freie Spiel noch nicht freigeschaltet haben dafür. Wow. Das sind aber keine Berge. Nicht? Opita 5. OP1TA5, merken. Hast du das Viech vorhin gerade gesehen? Welches Viech? Auf der linken Seite, wo es aufs College zugeschwenkt hat, das war, glaube ich, so ein Gangan-Viech. Nein, das war ein Lama. Echt? Es könnte auch so ein Gangan-Viech gewesen sein, die mal drauf reiten. Lama. Guck mal, Stonehenge. Ja, sagen wir Stonehenge. Kann sich jeder selbst interpretieren, was also, das sein könnte. Das links ist übrigens Indie. Wer es nicht erkennt. Er sieht so gebildet aus. Der vorne mit der Zeitung ist gut. Ja. So. Das ist das Zeichen der Bundeslade. Nicht zu verwechseln mit der Bundesliga. Sehr witzig. Das ging schnell. Das sind irgendwie zwei Schlüssel, um die Bundeslade zu öffnen. Und die finden wir in Russland. Na dann, auf nach Russland. Also sah jedenfalls aus, als ob das wäre. Ich glaube, wir werden verfolgt. ISIS. Oder SS. Oder ich sage mir ISIS. Es war so halb Hakenkreuz-mäßig. Man kämpft ja gegen Nazis. Richtig. Wobei in dem Spiel wahrscheinlich nicht. Wobei wahrscheinlich schon. Aber man wird sie nicht als Nazis erkennen. Richtig. Oho. Ich glaube, du hast eine Schattendame. Indie. Schlechte gemeinsame Vergangenheit. Der Len 16 und ich anscheinend. Hier gibt's Flaschen, kann ich dir Flasche an den Kopf werfen? Ich kann dir einen Stuhl an den Kopf werfen. Kann dir eine Flasche an den Kopf werfen. Komm her, ich will dich mit der Flasche abhauen. Au! Mann, ich dachte, ich kann ja, komm, hier... hau drauf! Hau drauf. Toll. Ich bin noch nicht hau drauf. Bin ich hier nicht bei Drachenzähmen leicht gemacht. Guck mal, jetzt habe ich das. Ja, und wie kommen wir da jetzt rein? Keine Ahnung. Das darf ich mir dann überlegen. Ja, richtig. Oder einer hängt sich auf die eine, der andere auf die andere Seite. Nee. So kommen wir auch rein. Dankeschön. Na, fängt doch schon mal gut an. Aber die Minikits sind echt leichter zu bekommen, das haben sie geändert. Ja, das. Also in neuen Spielen ist es so, dass man ungefähr alle Minikits nur bekommt. Also fast alle Minikits nur bekommt, wenn man es zweimal spielt. Also hier bekommt man immerhin die Hälfte auch, wenn man es nur einmal spielt. Richtig. Natürlich. Du musst ja bedenken, die haben die Spiele kürzer gemacht und die haben es dann versucht natürlich künstlich wieder zu verlängern, die Spiele. Das ist natürlich möglich. Mhm. Das aber ist natürlich auch schwer, eine wenn Schweinerei, da aber... Ist auch schwer, wenn jedes Jahr da ein... Ja, der ist ja gut versteckt da hinten. Den hast du auch noch nicht gesehen? Doch, aber wie kommen wir da rein? Richtig. Ladies are more nimble and can jump higher than other characters. Das heißt, Frauen können höher springen. Richtig. Guck mal, ein Schlüssel. Ah... Guck mal, ein Klavier. Ja, dann spiel doch. Das ist eine Heimorgel, kein Klavier. Es hat Tasten. Das ist ein Keyboard. Guck mal, ich bin ein Roboter. Guck mal, ich glaube, da hat immer zu viel Transformers gesehen. Oh, hier oben waren wir auch noch gar nicht. Ups. Den hättest du lieber draußen gelassen. Ja, vielleicht. Wäre vielleicht besser gewesen. Naja. Ich schau nochmal, ob ich hier. Wo ist er? Weiß ich nicht, ich schaue, ob ich hier oben noch was finde. Oh, da brennt's ja. Nein, nein. Nein, komm mal bitte runter, damit ich den Gegner... Ah, hallo. Ja. Da hinten hallo, ist er Jungs. Übrigens. Servus. Oh, die boxen uns ja. Da ist er. Komm. Ja, ich komme ja schon. Aber wie kriegen wir das Ding hinter der Theke? Kommen wir dahinter? Oder kommen wir nach oben? Ja, aber warte erstmal. Erstmal will ich gern... Ja, du darfst ihn hauen, ich... Schauen, was ich oben noch finden kann. Ja, aber die Kamera teilt sich noch nicht in diesen frühen Spielen. Das ist richtig. Das ist halt auch eines von den Oldschool-Lego-Spielen, wo sich die Kamera noch nicht teilt. Ah, hier kann man was zusammenbauen. Dann zieh mal dran. Jo, ich vermute mal, da geht das Ding da unten hoch, oder? Nee, da geht das hoch. Ach, und jetzt gehen die Fässer. Ah, Hilfe! Nein, nein! Ah, okay. Schade, ich dachte, du wirst überrollt. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Naja, schon verstanden. So, wo ist er denn jetzt, unser Freund? Irgendwo an einem Eingang. Ich hab nichts mehr in der Hand. Du hast nichts in der Hand gegen ihn?
Komm mal hoch. Ja, da ist Feuer, da will ich nicht weitergehen. Ah, okay. Kann man gar nicht weitergehen. Echt? Ja. Wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. In die Tür. Die offene Tür, ja. Ich nehme mir vor, ich habe noch was zu trinken mit. Ich habe einen Stuhl dabei. Gut, wir sind bestens gerüstet für den... Nö, also da geht schon mal nicht weiter. Vielleicht... Nein? Vielleicht müssen wir das Feuer ausmachen. Nee. Noch einmal. Nee, ich meine nicht das Feuer, ich meine allgemeines Feuer. Eigentlich... Ach so, das Bett noch gar nicht. Aber da kommt man gar nicht lang. Kommt man überhaupt nicht lang. Eigentlich müsste man doch durchs Fenster, oder? Eigentlich. Fenster. Pff, Tür. Na, komm. Nee, oder? Ich glaube, da sollen wir nicht rein, nein, oder? Nein. Ich vermute nicht. Können wir dann sonst noch? Können wir hier nochmal aufmachen? Nö, einmal hat gereicht. Wo ist denn er verschwunden? Ups. Hast du das gesehen? Ja, durch die Tür, die offen ist. Ach so. Wir dürfen da nicht verschwinden durch die Tür. Scheinbar. Dann müssen wir ja oben rum. Wer weiß das schon? Das eine Fenster leuchtet doch so komisch. Vielleicht hast du es ja kaputt gemacht, indem du das hier gemacht hast. Ja, ich bin schuld. Ich bin es. Das leuchtet doch schon so hell. Ja, und? Sieht so aus, als wäre das markiert worden. Wow. Wow. Ja, etwa nicht? So, eindeutig sieht das für mich so aus. Da gibt es ja auch hier in der Ecke noch was. Oder wir können hier noch irgendwo hoch? Nee. Ich glaube ja fast. Also wir könnten doch alle Fackeln ausmachen. Wir haben einen Bug. Wir haben irgendwie schaffen wir es immer so Bugs zu bekommen, wir oder? Wir haben einen Bug, einen Bug, einen. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da den Bug erledigt haben. Bis gleich. So, weiter geht's. Hoffentlich klappt es diesmal. Wir haben ihn schon zweimal getroffen. Wir wissen jetzt auch, wie wir ihn besiegen müssen. Wir müssen einfach dreimal. Das Zeug an den Kopf werfen. Ja, dreimal. Und? Wo läuft er? Ich habe ihn geboxt. Sehr gut. Wir haben ihn so wütend gemacht, dass er uns von alleine schon angegriffen hat. Huch. Jetzt wird's kritisch. Ist das eine Waffe? Nee, ist ein Strohhalm. Eine Waffe in einem Kinderspiel? Was? Oh mein Gott. Die schießen auf uns. Was fällt denen denn ein? Ihr Schweine. Hey. Ups. Ich hab doch eine Deckung. Nein, in die falsche Richtung geworfen. Auch Indie. Der Indie soll sich mal ein paar neue Moves ausdenken. Mittlerweile kenne ich seinen Wrestling-Move schon. So, das kriegst du auch gleich gegen den Kopf geschmissen. Oh, jetzt kommt er sogar runter. Ja, Ali. Bam! Der andere Kerl kommt jetzt auch wieder. Oh, aber mit einer Knarre. Oh, oh. Ich habe auch eine Knarre. Echt? Nein, habe ich nicht. Ich kann sie nicht nehmen. Nimm du mal die Knarre. Ja. Wir sterben die ganze Zeit nur. Versuch Alter, mal. voll das... Nein, unsere ganzen schönen Münzen. Voll das violente Spiel, Mann. Ja, gell? Ein Lego-Spiel, den man rumballern muss. Dufte. Boing. Ja, ist kaputt. Boing, Flip. Ah, ich geb dir das nicht. Da behalt's halt für dich. Hey, die ballern hier alle rum. Und die versinken im Schnee. Schneeboxen. Entschuldigung, hab dich erschossen. Dankeschön. Wäre nicht nötig gewesen. Hier ist noch irgendwas. Ich baue hier erstmal einen Schneemann, okay? Ja, ja. Achso, hier kann man bloß Silber. Hier steht bloß, dass man Silberobjekte zerstören kann, indem man. Indem man? Indem man mit irgendwelchen explosiven Sachen drauf schießt. Okay. Was ist denn das da? Kann man anzünden? Egal, erstmal alles kaputt hauen wieder. Lego-Logik. Kennen wir ja gar nicht anders. Was, meine Waffe? Nein! Können die Viecher springen? Nee, wieso können die Viecher nicht springen? Ich hab meine Waffe weggeschmissen. Warum hast du das gemacht? Weil ich aus Versehen B gedrückt hab, glaube ich. Vielleicht ist auch die Munition. Weil jetzt habe ich nur eine Knarre. Weil ist die Munition noch nicht ewig. Schau, die blinkt schon. Ich glaube, ja, du hast nicht unendlich Munition. Stimmt, jetzt habe ich keine mehr. Du erkennst einen Zusammenhang. Hey, meine Fackel. Oh. Da fackelt er eher nicht lange. Nee, da fackelt er echt nicht lange. So, Indy, jetzt wirf mal da rein. Nein, hat nicht funktioniert. Na, dann halt nicht. Oh, du hast schon. Ja. Wow. Nein, wir sterben echt zu viel in dem Spiel. Das ja, ist ja, du. Ich. Ja, du hast auch eine Waffe. Das zählt ja nicht. Ich hab Feuer. Mehr nicht. Feuer, Feuer. Ich hab Feuer und eine Waffe. Guck mal, ich hab hier einen. Alter, schau dir das mal an. Anstatt zu schießen. Wieso? Visiert er mit der. Ich geb's auf mit ihm. Ah, jetzt schießt er. Vorher hat er nämlich nicht geschossen. Vorher hat er sich geweigert zu schießen. Dann bau das mal hier. Mach ich doch. Währenddessen mache ich den zweiten Schneemann. Kannst du da schon was in die Höhle rein? Diese Lagen, die. Ja, Nee. Eins nach dem anderen. Hier. Ja, komm doch her. Ich habe auch eine Waffe mittlerweile. Oh, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Ah, jetzt haben wir beide eine Waffe.
Mhm. Aber zwei kann man sich nicht nehmen, oder? Ja, mit beiden Händen. Wäre eigentlich ziemlich cool. Brumm, brumm. Hab ich doch schön aufgebaut, oder? Ja, Wahnsinn. Gell, finde ich auch. Ja, aber ich darf nicht springen heute. Heute Nein. ist Sprungverbot, ja, schau. Ich habe Sprungverbot. Ah, jetzt geht's plötzlich. Alter, ich gehe hier schön zivilisiert von Ecke zu Ecke. Wir sind ja nicht zivilisiert, wir sind hier im Krieg. Schwing dich mal rüber. Und baue mir eine Brücke. Ja, das muss ich mir aber zweimal überlegen. Da kämpfe ich doch lieber nochmal gegen die Gegner hier erstmal. Nun stirbst. Nee, hast du den Move gesehen? Nee. Das gesehen? Ich dachte, du warst tot. Nee, ich bin wunderbar ausgewichen. Irgendwie versinke ich gerade in den Legosteinen drin. Das ist sehr interessant. Du solltest ihn mal schieben. Schieben? Ja, da ist so eine grüne Fläche. Ah, und so ja. Fläche. Ich sehe es, ich sehe es. Ah, sehr schön. Kriegst sehr du auch schön. Eine Brücke, damit du auch noch zu mir kommst. Oh, geil. Gell? Geil. Hast du mich vermisst Super schon? Super geil. Ja, total. Mm. Spring mal da hoch. Wie kann, da steht. Ja, achso, da ja, oben. Ja, ja. Ich kann da nicht hochspringen, du bist die Frau. Also in dem Spiel jetzt hier. Was bauen wir damit? Ah! Dynamit! Like hat jemand Dynamite. Feuer dabei? Feuer, Feuer. Ich sehe gerade kein Feuer. Kannst du nicht drauf schießen vielleicht? So. Ja, habe ich doch gerade versucht. Das war ja nur eine Idee. Dann müssen wir Feuer von da drüben holen. Hier gibt es nämlich noch Feuer. Ja, Wahnsinn. Vorher nimmt er auch nochmal Feuer mit, weil er es mir nicht zutraut, das anzuzünden. Nee, weil ich das linke anzünden will. Achso, geht das, meinst du, das geht? Ja, das geht tatsächlich. Wahnsinn. Da muss es doch jetzt Mini oder sowas geben. Das ist der dritte Schneemann. Ah! Ja. Und somit haben wir ein Minikit. Schon drei. Gibt natürlich Sinn, ne? Ich versink gerade im Schnee. Ich hab's schon angezündet. Echt? Ja. Muss einfach nur daneben stehen. Ja, ich glaube, ich war vor dir da. Vielleicht war's auch ich. Nee. Nee, kann nicht sein. Mein Feuer zuerst draußen. Okay. Nur da kleine Charaktere können durch diese Passagen durch. Ich bin klein. Also, fast. Anscheinend nicht klein genug. Ja, ist bitter, dass ich mal vor muss, gell? Aber ich baue dir natürlich trotzdem eine Möglichkeit weiterzukommen, weil ich heute so nett bin. Boah, du bist so hart nett. Gell? Kennst du gar nicht von mir. So, soll ich dir jetzt aufmachen oder nicht? Nee. Da hinter dir ist, glaube ich, noch was, oder? In der Höhle? Nee, schaut nur so aus. Was gibt's denn hier noch? Hier kann man auf jeden Fall noch was zusammenbauen. Ja, machen wir das doch. Hätte ich auch vorgeschlagen. Nur schauen, wie es geht. Ah, so. Ja, du brauchst erstmal ein. Den habe ich, den Haken habe ich hier. Den. Ja, dann reparier das doch. Mach ich doch. Ich bin dabei, du wirst es nicht glauben, aber ich bin dabei. Ich krieg das sogar alleine hin. Ich habe dir Arbeitsmaterial mit runtergeliefert. Das war nett von dir. Weil du brauchst jetzt nämlich erstmal eine Plattform, die du baust, wie beim letzten Mal. Siehst du? Ich sehe es, ich sehe es. Nimmst du dann? Wow, hast du den Move gesehen? Hast du den Move gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich bin mit meinen Füßen ins Gesicht gesprungen. Wow, du bist so toll. Danke, danke. So, hier geht's noch weiter. Ich will mit hoch. Ja, dann komm halt hoch. Aber vielleicht da drin hast du alles geholt, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Gang nach oben gegangen bin, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt lang geht. Ich weiß auch nicht. Ist die Frage, ob es hier lang geht oder ob es da drinnen weitergeht. Also hier fast, dass es hier weitergeht. Wow. Ja, so tief wollte ich eigentlich nicht runterfallen. Kommt Nein! Man da, kommt man da irgendwie in das Eis ran oder müssen wir auch wieder sprengen? Hä? Achso, da kann man sich nicht schwingen an dem Ding. Alter, du schiebst mich nach oben. Das tut mir aber leid. Da kann man sich nicht. Nee, irgendwie kommt man da nicht. Ah. Das prallt ab und erledigt einen selber, das Sehr ist gemein. Gut. Verdient. Willst du da unten rein oder nicht? Ja doch, eigentlich schon. Ja, dann gehen wir da unten rein. Da kommt man noch nicht rein, das ist eisig alles. Achso. Da brauchen wir irgendwie Feuer oder so. Stimmt. Feuer, Feuer. Vielleicht kriegen wir Feuer, Feuer da oben. Vielleicht brauchen wir aber einfach nur einen Charakter, der Feuer noch nicht kann. Gespielt wurde. Ich werfe einen Drachen, ja. Naja. Ah doch, hier sieht es schon so aus, als müssten wir weiter. Oh, jetzt wird es hier sogar rätselhaft. Also fast. Ein bisschen zumindest. Ach toll, ich habe niemanden zum Schaufeln. Das ist doof. Ich hätte den anderen Kerl wieder mitnehmen sollen. Man kann sich's ja nicht aussuchen. Leider nicht, nein. Es wäre praktisch, wenn man sich's ja aussuchen könnte. Du hast aber jetzt eine Schaufel gefunden. Das ist richtig, ja. Da du kann ich's ja auch nach ausgraben. Rechts gehen. So, was wird's denn Schönes? Schön. Ah, der Schlüssel wieder, natürlich. Das soll. Ah, ja, gut, hier ist ein Schlüssel. Wo gehst du hin? Ach, da musst du rein. Ja, ich seh's.
Da oben ist auch noch Zeug, was man sich holen könnte. Ja, glaubst du, ich kann da hochspringen? Nein? Hm. Dann glaubst du, es ist. Du kannst zumindest höher springen als ich, glaube ich. Jetzt kann man gleich da hochspringen. Ja, das ist richtig. Weil ich das ja so schön gebaut habe. Wo bist denn du hin? Ich wollte an dir vorbei. Hat er wieder keine Geduld gehabt, konnte er wieder nicht warten. Ja, du bist halt einfach so langsam. Was soll das heißen? Du verstehst mich schon. Alter, schiebst du! War ein Witz. Glaube ich ja nicht. Hilft auch nicht, wie ich sehe. Komm, versuchst du mal. Da kommen wir, glaube ich, auch noch nicht hoch. Orangene Lego-Platten können mit extra Gewicht aktiviert werden. Ja. Das ist gut, da brauchen wir noch extra Gewicht. Extra Gewicht, extra Gewicht. Nein. Oh, du schaffst nicht mal die Passage. Wir sind fast wahre Abenteurer. Ja, fast. Aber wir haben auch richtig viel verloren, glaube ich, am Anfang. Wo wir immer mal wieder runtergefallen sind. Und so, guck mal meine Münzenzahl an und deine. Ja, das du hast eindeutig mehr verloren. Mhm. Alter, das sieht man halt gar nicht, wo man hinspringt. Das kann man gar nicht richtig schaffen. Jetzt bleibt da stehen. Auf Anhieb, ja, okay. Oder obwohl, komm mit. Wir können ja zweimal hintereinander springen. Meinst du, einer schafft es dann schon? Ja, wenn einer drauf landet, dann muss der andere ihn schieben. Mhm. Ja. Gute Taktik. Oh. Ja, nicht lachen. Nicht lachen, springen. Bin ja fast wer lacht, verliert oder was? Ja. Und wir fallen immer vorne runter, das heißt, man muss möglichst vorne springen. Ja, Indie wieder, ja. So. Kann man eigentlich oben rum springen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ich hab auf Springen gedrückt. Du hättest früher auf Springen drücken können. Irgendjemand sollte das zurückschieben. Ansonsten wird es schwer drauf zu springen. Ja, doch. Mit meinem Supersprung geht das. Wird schon sehen. Idealerweise wäre es der gewesen, der weiter hinten war. Ich hab gehört, das warst du. Ja. Ich hab dem Video beweist, dass du es warst. Verdammt. Nein! Ah, diese Sprungpassage, wo man nicht sieht, wo man hinspringt, ist ja schlimm. Kannst ja auf den Schatten gucken, oh wait. Oh, ich hab leider keinen Schatten, tut mir leid, vielleicht hast du einen Schatten. Ja, ich hab Mordor Schatten. Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir es noch nicht. Das weißt du doch nicht. Doch. Weißt du nicht, wann, ich bin mir relativ sicher, wann unser Zuschauer das anschaut? Das ist wiederum möglich, ja. Das kann ja schon 2016 sein und Hoverboards sind schon erfunden. Ja. Alter, pass auf. Soll ich früher springen diesmal? Hast du gesehen, der ist wieder nicht gesprungen. Hast du gesehen? Alter, ey. Boing. Die schlimmste Sprungpassage im Spiel, eindeutig. So, extra Gewicht, komm mal her. Bin schon da. Boah, ist das cool. Das ist eine echte Herausforderung, dieses Spiel, ich sehe schon. Da würdest du aufhören, in meinen Weg zu springen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Für was ist das obere Ding da? Kommt man da oben drauf? Nee. Hä? Oh, Rätsel. Oh, wow. Jetzt wird's übel. Du brauchst ein Buch, um mysteriöse Hieroglyphen zu übersetzen. Genau. Ja. Aber wir haben kein Buch. Nee, Hermine ist leider zu Hause gelassen worden. Alohomora! Nee, Hermine war sonst immer die Schlaue. Das ging bei den Lego. Bei den Harry Potter Spielen ging das immer. Ja, hier ist es der Vater von Indy. Ups, Spoiler. Mittlerweile haben sie das sogar rausgemacht aus den Spielen. Diese Rätsel gibt's gar nicht mehr. Also, wo man einen schlauen Charakter braucht. Du meinst in aktuelleren Ja, in den aktuelleren, ja. Mittlerweile ist ja aktueller. Ja. Echt schade. Oh, man kann sich ja Sachen immer so herziehen, ist ja cool. Ach, das hast du jetzt kapiert? Woohoo! Ein Alpaka! Ja, der packt alles. Komm mal hier drauf mit deinem Alpaka. Ah, geh mal weg da. Ich hab mal Alpaka. Geh mal drauf mit. Ah, nee. Alpaka! Ist egal, funktioniert trotzdem weiter. Ich glaube, es muss nur einmalig aktiviert werden. Was hab ich? Ist das eine Kamera oder ein Raketenwerfer? Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist eher ein Raketenwerfer. Ja, ich glaube, das muss ich da hinten kaputt machen. Ups! Das da hinten bin nicht ich. Das hier und... Das ist aus Silber, das Auto. Deswegen musst du es kaputt machen mit dem Raketenwerfer. Ja, aber ich habe keinen mehr. Ja, dann hol dir wieder einen. Ich glaube, wir hätten doch immer wieder zu hier. Verdammt, geht nicht. Mit Fäusten gegen Pistolen, das ist immer sehr super. Vier Fäuste für ein Halleluja. Ah, darüber das. Sollten sie mein Lego Spiel machen. Alle Bud Spencer Filme. Oh ja. Kaputt. Naja, der Großteil ist ja kaputt gegangen. Vielleicht kriegen wir was, wenn wir das komplett kaputt machen. Ich glaube dann geht die Tür auf.
Da war doch vorhin noch ein Teil rumgelegen. Ein Teil? Ja, so ein weißes Teil. So. Ich kann noch ein bisschen. Au! Entschuldigung. Hätte noch gern gewusst, wo das hin ist. Wie ist jetzt die Tür? Au! Genau, auf ist die Tür. Nicht au, aber. Warte, komm nochmal zurück. Schau. Nein! Aber da hinten. Schau, warte. Du kannst dich darüber schwingen. Guck mal, du kannst hier schwingen. Ups. Kannst hier schwingen. Gemeiner kann sich hier überall selber umbringen. Ja, kann ich. Mach ich das doch mal. Ah, da gibt's noch ein paar Münzen. Ich glaube auch mehr als das. Nee. Oh, ein 2000er ist da. Nein. Doch. Die Kamera ist voll für ein Anus. Da oben ist der Raketenwerfer. Wo ist die Station? Schau, das. Hä? Da war doch vorhin noch. Zum Reparieren. Wie kommen wir da rein? Da kommen wir, ah, da kann man oben rum reinspringen. Siehst du, hättest du fast schon wieder vergessen. Vergessen. Übersehen. Hast du das Reparaturding mitgenommen? Nein. Gut. Auf dich kann man sich verlassen. Hallo? Ah. Wow, es hat. Und dafür brauchen wir jetzt die. Ah, das Teil meinte ich vorhin übrigens. Okay. Das weiße Teil, was man irgendwo noch einbauen musste. Setz es mal dahin. Mhm. Und was machen wir dann damit? Das macht dann einen Wurm. Es explodiert und gibt uns einen. Das ist natürlich sehr gönnerhaft. Nö, also es ist doch genau das, was wir wollten. Würdest du bitte nicht das Alpaka reiten? Warum? Oder das Lama? Weil ich gerne hier eine Kamera hätte, eine gute. Und hier lang gehen würde. Ja, dann nimm dir doch eine gute Kamera. Ja, komm mit! Ach, jetzt muss ich auch noch mitkommen. Ja, ansonsten sehe ich ja nichts. Ach so, das ist ja Raketenwerfer, keine Kamera, Entschuldigung. Ja, ich bin auf dem Weg. Warte. Schau, ich kann mich hier nicht mal bewegen. Ja, ist ja doof. Ich kann runterfallen. Ja, siehst du, das habe ich nämlich vorhin gemacht. So. Aber jetzt musst du nur wieder zurückschaffen. Oder ich gehe einfach jetzt in die Tür mal rein. Ich glaube, das ist die schon bessere Variante. Ja, geh rein. Die uns beide mehr Münzen bringt. Oh Gott, oh Gott. Rum, rum. Na, Fahrzeug rein. Bye. Oh, keine Level Fahrzeugmission fertig. Mehr. Fertig. Level freie abgeschlossen, falls die freigeschaltet. Marion. Marion. Sie heißt Marion. Marion, okay. Ich bin jetzt sehr fest überzeugt, dass sie Marion heißt. Mara! Erfindergeist, Erfindergeist, Abenteurer, mein Freund, Abenteurer. Aber Geist. Aber Geist. Pum, der Geist, pum, oder was? Pum. Ja, man erkennt eindeutig, was es wird. Ja. So, wir gehen natürlich jetzt zurück ins College. Noch ein bisschen was lernen. Bisschen das Spiel wird gespeichert. Hm? Bisschen studieren. Wird studieren, schade nicht. Indiana Jones. Indiana Jones Archäologie-Vorlesungen zuhören ist bestimmt cool. Absolut. Nee. So. Was machst du denn? Ich will sehen, wie die nächste Mission heißt. Die Stadt der Gefahren. Oh ja. Und ob wir dahin fahren mit dem Auto, werden wir im nächsten Part klären. Ja. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Und möge die Endcard, die ihr gleich seht, mit euch sein. Servus! So, das Video ist vorbei. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du dort auf der rechten Seite auf den roten Abonnieren-Knopf drücken. Damit verpasst du in Zukunft kein Video mehr von mir. Wenn du gleich zum nächsten Video dieses Let's Plays kommen möchtest, dann musst du einfach auf das bereits laufende Video dort auf der rechten Seite klicken. Unter dem Abonnieren-Knopf kommst du dann noch zu Facebook, zu Twitter oder zu Google+. Jetzt liegt die Wahl bei dir. Möge die Macht mit dir sein. Ja, das klickt sie nicht von alleine an, mein Freund. Also musst du schon was machen. Ey, ich sag dir, wenn du nicht klickst, ne? Dann hol dich der Len 16. Dann ist echt Schluss mit lustig. Na komm. Ist nicht so schwer. Na nee, da, also da hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Jetzt die Endcard vorbei. Tschüss.